Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Deponia Doomsday mit dem Systemstreuner und der Ilana und wir sind in Folge 22. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich denke, wir nehmen uns nacheinander mal den Merrick vor hier, der jetzt da sitzt. Alter, das sieht hier aus, als wenn er ein drittes Auge hätte statt einem Mund. Nur es blinzelt nicht. Ist das vielleicht die Nase? Wo soll dann der Mund sein? Die Nase müsste dazwischen sein, guck. Der hat auch keine Nase, die haben beide keine Nasen. Und die hat auch keine Nase. Okay. Nur der Vince hat eine Nase und wir. Und der, das sieht man nicht. Okay. Mal schauen, was er sagt. Also mit dem Alten kann man nicht sprechen. Na, dann machen wir mal mit der Kellnerin weiter. Vielleicht ist die jetzt anders drauf, nachdem sie Kohle von uns gekriegt hat. Hallo Rita, ja. Was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Freundlich wie immer ist sie. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Dating-Plattform. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was das ich dafür ja. brauche, ist eine Portalkarte. Aber ich kann nichts... Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur wenn es den Lauf... Okay, ich habe das mal ein bisschen schneller weggedrückt, weil wir es ja schon hatten. Vielleicht können wir... Ne, den Schlüssel dürfen wir nicht zurückgeben, weil wir den Zylinder auch noch brauchen zum Erdnussbutter stampfen. Mal sehen, ob der noch was erzählt. Hast du jetzt gerade das Vieh in seinem Bart gesehen? Nee. Gerade hat es wieder rausgeguckt. Wie Rufus getanzt hat. Achso. Für Futschpumper. Wohlgesprochen, mein Freund. Auch mir war es ein Pläsier, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das ist so geil, wie der mit dem so spricht, als ob der total dumm ist und der spricht so extrem gewählt. Rufus dankt um für Futschpumper. Wohlgesprochen, mein Freund. Auch mir war es ein Pläsier, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gibt's auch nichts mehr. Also wir müssen irgendwie Erdnüsschen überreden. Frage ist nur wie. Was passiert denn, wenn ich denen den Toast hinhebe? Na, ob die noch gut sind? Man hört ja die schaurigsten Geschichten über Tresenknabbereien, wo jeder seine dreckigen Griffel reingehängt hat. Möchtest du dein Geld zurück? Ungern. Verdammt! Sie will das Geld wieder loshaben. Nein, danke. Mein alter Magen verträgt nur noch Pflaumen und Hülsenfrüchte. Davon aber umso mehr. Hülsenfrüchte, ja, das ist das Beste. Was können wir hier jetzt noch anstellen? Die haben wahrscheinlich nichts Neues für uns. Mal schauen. Für die? Ne, die haben nichts. Also, irgendwas müssen wir mit der Liebe machen. Ja. Nur die Liebe zählt. Mal sehen, was der so erzählt, nachdem er uns was repariert hat. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Wo sind meine Freunde noch gleich? Auf der Farm der alten Einsiedlerin. Halte dich einfach beim Rathaus links und... Das kennen wir. Aber jetzt ist es verschwunden. Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Oha. Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Wie so ein Genie aus der Flasche. Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe.
Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Flaschengeist war auf jeden Fall was Neues. Alles gut bei dir? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Wirklich dringend mal das noch ausprobieren. Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienabend. Ja, das kann man doch schon. Okay, gleich ein. Aber jetzt ist es weg. Du kannst. Okay, er kann uns nicht weiterhelfen. Aber es kamen neue Dialoge. Sehen, ob der McChronicle jetzt was Neues redet, nachdem er als Geist aufgetaucht ist. Denk nach. Womit könnte man... Ja, Socken. Kann man schon. Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Jedes Mal einen neuen Spruch hier. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Wahrscheinlich will sie immer noch nichts von uns. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufo. Okay, und die... Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Na, dann müssen wir mal gucken, was sich jetzt so verändert hat, nachdem der Geist da war. Hier gibt es zumindest schon mal nichts Neues. Sträuch ist ganz leise geworden. Ist er eingeschlafen? Ja, der schläft. Erdnüsse, ich brauche Erdnüsse. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag. Und ja, freundlich wie immer. Wieso kommt jetzt was hältst das du von Rocco? Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Oh, der war jetzt wieder fies. Also, sie steht auf Rocco, weiß aber, er ist nichts für sie. Ich glaube, ich passe. Was erzählt der noch so? Also mitnehmen? Nichts Neues. Das Gleiche? Ja, ich drück's dann gleich weg, wenn es das Gleiche ist. Ja klar, da können wir noch nicht weitermachen. Der ist noch in der Probezeit. Mal sehen, was der Rocco jetzt erzählt, wegen der Rita vielleicht. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Howdy. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich einen Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabel oh Gott. Hier. Wirkt manchmal Wunder. Aber... Kennst du es noch? Oh je. Yeah. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Oh yes. Was war das? Teil 1 oder 2 oder war so? Das Gedicht, ne? Ja, wo bei dem Schnabeltierladen dran war. Da, wo man die Burger umtauschen musste und die Getränke dann nehmen. Ja, ich glaube, das war Teil 2. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht bringt uns die Rocco-Geschichte was für die Erdnussbutter. Für die Liebe. Ja, soweit. Oh ja.
Ja. Verkuppeln. Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McCronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Irgendwie vermisse ich Ronny. Aus dem Aufzug, der war immer so lustig. Ja. Aber jetzt Erdnüsse da rein. Aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch. Geht los, Alter. Yippie. Okay, und jetzt ins Auto rein damit. Dafür brauche ich nur meine Finger und den Autoschlüssel. Der wäre hier auch recht nützlich. Habe ich es falsch angeklickt? Motor. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Cool, es geht los. Voll traurig. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Da ist er rausgelaufen, die Erdnussbutter. Okay. Butter aufs Sandwich. Die sieht aber sehr grün aus. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Das waren ja auch alte Erdnuss. Butterchen, die schon lange rumgestanden sind. Alte Erdnuss sehen. Mal sehen, ob wir jetzt den Schlüssel noch zurückgeben können, bevor wir Sandwich überreichen. Vielleicht so. Und? War es das Licht? Es ist der Mund. Ich bin mir noch nicht nee, das kriegt doch der Vince. Ja, stimmt. Nee, das kriegt doch der Vince, oder? Ach nee, der. Nee, okay. Der hat uns das Auto geliehen, aber. Und? Er will's noch nicht. Ich bin mir noch nicht. Lass dir Zeit. Okay, das heißt, wir können irgendwas mit der Zeitmaschine vielleicht nachher noch machen. So, Richtung Zukunft. Einmal das leckere Sandwich ihm vorbeibringen und das Heftchen abgrasen. Hoffentlich. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Also ich dachte früher, Bauarbeiter haben andere Heftchen auf der Baustelle als Hefte über Hüte. Sag ich jetzt mal nichts. Was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Wieso nicht? Was denkst du denn, was so ein typischer Bauarbeiter hier liest, wenn er da rumsitzt? Na, heutzutage liest wahrscheinlich gar keiner mehr irgendwas. Heutzutage. Ja, Handy, ja, aber früher? Naja, ich glaube, das ist jetzt nicht auf Bauarbeiter beschränkt. Ich glaube, überall wurden diese Magazine gelesen in Männerberufen, oder? Du meinst die Computerbild? Sportbild. So, und das Magazin, das können wir doch jetzt dem geben, oder? Der wollte doch ein Heft haben. Genau. Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Nee, der will doch gar kein Magazin. Wer will denn ein Magazin? Na, dem wollten wir eigentlich ein Buch geben, damit er aufhört, damit er da uns an seine Maschine lässt. Ach so. Ja,
Jetzt weiß ich nicht, was wir mit dem Magazin machen. Du brauchst Opa nicht zum Geburtstag zu schenken. Du hast Geburtstag? Wie alt bist du geworden? Ach, das spielt keine Rolle. Du weißt es nicht, oder? Gib ihm das doch mal. Wem? Wo ist Timmy? Dem Alten da. Habe ich ja gerade probiert. Der will das nicht. Ach so. Vielleicht der Junge. Der andere da? Nun ist es Zeit für den namenlosen Rufus in den Sonnenuntergang zu reiten. Rufus, Rufus, the king of the wild front. Oh Gott. Der bringt bestimmt auch einen lustigen Spruch. Du können lesen? Ich helfe Ihnen gerne, wenn das Ihre Frage ist. Illetrismus ist nichts, für das man sich schämen muss. Der bringt lauter Wörter, die mir nicht bekannt sind. Illetrismus. Sagt dir auch nichts, oder? Nee. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in. Okay, der will eh nicht. Und Rita? Verschwende nicht meine Zeit. Rita will einen Antrag. Mach mir einen Antrag oder mach den. Ja, Antrag. Antrag hin oder her. Vielleicht dem da. Nee. Den da ablenken und den Plan klauen, vielleicht. Ja, guck mal, der genau. Hat gar keinen Hut auf, aber er hat so eine schicke Frisur. Wir brauchen den Plan doch für den Alten. Genau. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Er will's nicht. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Da ist was Neues dazugekommen, das da. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, ich hab's genau. Ja, natürlich. Mit wem redet der? Sitzt da etwa jemand unterm Tisch? Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Ah. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Boah, jetzt ist aber viel hier drin. Man kriegt jetzt Turban. Er hat irgendwas von Turban gesagt. Wo muss er nicht durchgehen? Denkst du, das ist die richtige Antwort? Easy, man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Wow. Ja, und jetzt verschwinde. Was für eine Riesenkarte. Wir haben eine Portalkarte. Wozu braucht man eine Karte, wenn man einen unfehlbaren Orientierungssinn hat? Können wir jetzt dem Alten gehen. Orientierungssinn sagt mir, ich sollte schleunigst jemanden finden, der diese Karte hier lesen kann. Aber auf der Karte steht ja drauf, wo wir das Heiratszeug finden. Aber da müssen wir ja hinfahren. Also das Inventar ist ganz schön aufgeräumt, ha? Fast extra diesmal. Gab ja auch Zeiten, wo wir über 10 Gegenstände drin hatten. Ja. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp, hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Zeitleitung, check. Tachyonenkonzentrator, check. Hämorrhoidenring, check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt. Okay.
Okay, aber da also passt ja nur einer rein. Na, dann. Das erinnert ich immer an. Mich irgendwie fast so wie an die Rakete, die beim allerersten Teil ganz am Anfang da stand, wo dieser Wenzel daneben stand, wo wir uns dann über den Schrottplatz gefeuert haben. Ja. Wo wir auf diesen Frachter oder was drauf wollten. Hm, stimmt. Sie ist smaller und sie inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Oh Mann. Und los geht's. Oh mein Gott. Kennst du Die Fliege, den Film? Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Wir hätten ja auch ein halber Opa werden können. Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowling-Poliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz. Ohne meine Aber der hat jetzt da eine, der hat jetzt eine Kugel da, die war da vorher nicht, oder? Noch komplizierter. Weil wir sie ihm noch nicht gestohlen haben. Ah, vermutlich. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Hm. Dann werden wir kaputt. Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Wegen was sind wir hier? Wegen dem Hochzeitsequipment, oder? Der Ring und der Frack. Einen Ring hatten wir doch irgendwo. Oh, guck mal, der hat einen Frack an. Den hat er damals nicht angehabt, gell? Aber trotzdem, die Kugel, die wurmt mich jetzt ziemlich auch angucken. Dann gucken wir nach dem Frack. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Ja, das sagt das auch. Mir wurscht. Und er hatte einen Turban auf. Dann müssen wir irgendwo einen Turban herholen. Vielleicht kannst du sind die hier im Original? Ich glaube, die sind noch okay, oder? Ja. Das heißt, müssen wir mal mit dem da quatschen. Der Schrottermeißeln. Ein Peak. Hallo Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Frag man doch einfach gleich. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Nein. Das ist Spezialequipment für Totengräber. Der hatte aber doch nur so ein Leinentuch umgehabt. Ja, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Die Leiche lag auch nicht da. Guck mal neben der Schaufel an der Seite. Dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Außer wenn die Toten zurückkommen. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Okay. Tüdelüdü. So, da ist doch ein Laken. Dann hätten wir schon mal einen Teil, wenn wir das jetzt kriegen. Kannst du den Toten auch noch irgendwie? Naja, dem kann ich nichts machen. Schlafen, schlafen, schlafen. Die schlafen alle. Dann denke ich mal, sollte man die nicht stören. Jetzt versuchen wir mal, ihm das Laken zu geben. Wahrscheinlich will er es noch gar nicht. Irgendwas anderes müssen wir vermutlich noch machen. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Nein, danke. Es sieht bequem aus, aber mein Berufsstand verpflichtet mich, das offizielle Totengräber-Outfit zu tragen. Sonst würde ja jeder Hans Franz mit einem Spaten herumlaufen und Angehörige verbuddeln. Ach, komm schon. Das kontrolliert doch keiner. Glaub mir,
Vielleicht der Spaten war, glaub, auch nicht da. Und der Eimer, glaub, auch nicht. Und der Müll in dem Loch da, glaub, auch nicht. Der Müll in dem Loch? Da. Der Eimer, der Müll und die Spaten. Das war davor nicht da. Okay, dann nehmen wir das mal alles. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu reparieren. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Vielleicht können wir mit dem Spaten das Ding ausbuddeln. Das ist meine Schaufel. Kannst du das Pik irgendwie, wo er dran rummeißelt? Ach, nur hab dich doch nicht so. Nee, auch nicht, nee. Nee, okay, aber hier muss der Schrott raus, die Schaufel muss weg, das muss weg. Der Stein muss anders aussehen, der muss umgezogen werden. Ich glaube, das wird ein bisschen längerer Job hier. Und die Klappe kriegen wir schon mal nicht auf, das ist schon mal was Gutes, wenn wir da nichts machen müssen. Können mit ihm noch kurz mal reden. Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss... Ich denke an nichts. Ja, okay. Wir müssen... Ach, da kommen wir jetzt gar nicht lang. Der Pfeil, was? Die Bowlingpoliermaschine? Kannst du die nehmen? Du meinst, wir nehmen jetzt Zeug und stellen es später wieder hin. Weil die stand ja da, als wir angekommen sind. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden habe. Okay, das ist schon mal gut, wenn er das Zeug nicht nehmen will. Und bei der Kamera und der Selbstauslöser. Okay, das will er auch nicht haben. So, dann. Aber wir müssen ja auf jeden Fall auch einen Ring besorgen. Den Ring, den hatten wir aus dem Kaugummi-Automaten. Ja, aber wir kommen da nicht lang. Es geht da nicht nach hinten. Es geht nur zum Steinbruch. Wir sind hier vorne in dem Bereich gefangen quasi, aber wir können ja mit dem Seher nochmal reden. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Porta Fisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Ich hätte vergessen, das zu erwähnen. Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Wird schon nichts passieren. Das Laken über den Seher und die Kugeln entklauen. Ich sehe, du aber vielleicht das Laken über die Kristallkugel. Finger weg, diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wohl... Das kennen wir schon. Okay, dann müssen wir vielleicht doch mit unseren Schlafenden reden. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Okay, an die soll man nicht rangehen. Vielleicht schmeißen wir... Nee, das Laken drüber schmeißen geht nicht. Wir können auch das Laken versuchen, auf die Schaufel oder auf irgend sowas anzuwenden. Zum Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Spaten? Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Hey, stopp! Die Farbe. Ja, den kennen wir auch schon. Ich denke, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss.